Morgen miteinander. Ich freue mich, Ihnen heute Morgen im Namen der Abraxas Informatik und zusammen mit meinem Kollegen, dem David Grolimund vom Schulamt Bern, das Projekt Base for Kids 2 etwas näher bringen zu dürfen. Sie kennen das alle. Die Digitalisierung macht vor der Schule nicht Halt. Also sie hält in der Schule Einzug, es wird breit diskutiert, längst nicht mehr nur in der Schule, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit, in den Medien. Da kommen Themen wie alles rund um den Chat, betreffend WhatsApp zum Beispiel, dass Schulen oder das Winterthur das WhatsApp verbietet, dass ein Klassenchat Potenzial bietet für Mobbing im Chat zum Beispiel. Das ist ein Thema und zurzeit eine große Grauzone in vielen Schulen, das nicht konsequent oder noch nicht offiziell geregelt ist. Wir haben Themen aus der Wirtschaft, dass gefordert wird, dass wir mehr IT-Spezialisten brauchen. Die Economy Swiss hat im individuellen Lernen so ein bisschen das sieht darin den Lösungsansatz, wie man das fördern könnte. Der Lehrplan 21, das muss ich Ihnen nicht erzählen, Lehrplan 21 wird breit diskutiert, eben nicht nur in der Schule, sondern auch in der breiten Öffentlichkeit. Das sind Themen, wo sich Schulen heute damit befassen. Wenn wir aber in die Schulen reingehen und uns anschauen, mit welchen Themen die Schulen wirklich auch oder zusätzlich zu kämpfen haben, ist das der Alltag mit der IT. Also es sind funktioniert mein Laptop? Ist die Bandbreite gut genug, um irgendwo, dass eine Klasse gleichzeitig Videos schauen kann und eine andere irgendwo im Internet recherchieren kann? Funktionieren die Datenüberträge beim Klassenwechsel etc. etc. Meistens hängt das ganze Know-how an einigen wenigen Personen und es ist wirklich eine große Herausforderung, das Ganze zu administrieren. Und ich glaube, Base for Kids vereint genau diese zwei Komponenten. Also auf der einen Seite geht es darum, eine zukunftsgerichtete Schulinformatiklösung zur Verfügung zu stellen, aber gleichzeitig auch die ganze Administration rund um den Alltag in der Informatik so zu vereinfachen, dass es wirklich auch handhabbar wird, dass das nicht mehr die große Challenge sein soll, sondern dass sich die Lehrkräfte auf die essentiellen Themen des Schulalltags konzentrieren können. Das war vor etwa, das war 1,5 Jahre, schon 2 Jahre her, die Ausschreibung von Base for Kids. Unter dem Dach der Compliance gab es 2 Teilprojekte. Das eine war das Netzwerk und das andere das Hauptprojekt rund um die Plattform und die Infrastruktur von Base for Kids 2. Und das große Blaue, das Hauptprojekt Base for Kids 2, werden wir Ihnen hier vorstellen. Das ganze Projekt basierte auf einem didaktischen Konzept, das haben Sie vielleicht schon gesehen, haben Sie vielleicht schon nachrecherchiert, das ist auch auf dem Internet erhältlich. Darin sind die Ziele definiert, darin sind aber auch ganz viele User-Stories niedergeschrieben, wie das Ganze im Schulalltag gebraucht werden soll. Ich habe Ihnen hier eine Kurzfassung einer solchen User-Story mal abgebildet. Hier geht es in erster Linie darum, dass eine Klasse eine Gruppenarbeit machen soll. Die gehen raus, die recherchieren in ihrem Quartier über das Verhalten der Jugendlichen und nutzen dafür Gruppenarbeitsräume, die ihnen von den Lehrpersonen zur Verfügung gestellt werden. Darin findet der Diskurs statt, da wird diskutiert, da wird auch der Lehrer gibt seine Inputs da drin. Sie werden dann die Bilder und Videos und werden sie bearbeiten, das Ganze in einem Blog zum Beispiel dann publizieren, in der Klasse, gegen außen. Das kann dann wieder in den Lehralltag einfließen in der Form einer Diskussion, welche Inhalte dürfen wir bei uns verwenden, was können wir rausgeben etc. Also anhand von solchen User Stories wurde die ganze Ausschreibung eigentlich aufgebaut. Und was war unsere Antwort auf diese Herausforderung? Wie sind wir aktuell daran, das umzusetzen? Das ganze Konstrukt Base for Kids basiert auf der Infrastruktur oder die Tablets, kann ich sagen, die Endgeräte für die Lehrpersonen werden iPads sein. Wir haben eine Geräteverwaltung, ein MDM und ich weiß nicht, habe ich hier irgendwie eine Maus oder ein Point, eine Maus, sieht man die?
Genau, also wir haben ein MDM und einen Apple School Manager, den wir einsetzen, um die ganzen Geräte fremd zu verwalten. Die Masterdaten, also alles, was Schülerdaten, Klassendaten etc. sind, die liegen in der Schulverwaltung. Das ist im PMI, das ist heute so vorhanden. Aber man möchte diese Daten natürlich nutzen, um das Ganze zu steuern. Das heißt, anhand von diesen Daten werden nachher automatisch Schulungsräume angelegt, digitale Klassenräume angelegt. Es werden Business Rules hinterlegt im Sinne von, was passiert bei einem Klassenwechsel oder Schuljahreswechsel, welche Daten brauchen wir noch, welche Räume müssen neu angelegt werden. Wir haben ein Single Sign-On im Hintergrund, dass das alles miteinander vernetzt werden kann. Also, dass man sich einmal am System anmelden kann und das alles miteinander funktioniert. Das sind so die Dinge, die im Hintergrund laufen. Und große Teile hier draus sind natürlich auch Bestandteil aus dem Lernen, Prüfen, Beweisen, wo wir Open-Source-Lösungen rund um Moodle und Mahara einsetzen für Kommunikation und Textverarbeitung. Wir haben es vorher schon gehört, werden Lösungen, Collab für den Kalender und E-Mail, Collabora, die LibreOffice Suite, wird eingesetzt für Word, Excel und PowerPoint und Mattermost als Ersatz für die WhatsApp-Chat-Funktionalitäten. Und die ganze Datenablage, das Ganze wird gespeichert in den Rechenzentren der ID Bern, wird von der Abraxas betrieben vor Ort und die Daten befindet sich in einer Nextcloud. Was die Nextcloud noch alles kann, werden wir gleich im Referat nach uns hören. Das ist viel mehr als nur eine Datenablage. Also im Referat nach mir mehr dazu. Wir haben das Ganze nicht alleine gemacht. Wir hatten da sehr kompetente Partner für die Umsetzung. Auf der einen Seite unser didaktisches Gewissen. Ich weiß nicht, die Lehrnetz, die kennen Sie wahrscheinlich, ist hier in Bern sehr präsent. Ebenfalls die Adfinis, Sponsor von diesem Anlass. Und die uns hier sehr tatkräftig unterstützt in dem Projekt und für den ganzen LMS-Bereich mit der Firma Multimedio. Und in dem Sinne übergebe ich das Wort an David, der uns mal einen Einblick gibt in die Version 0.9, wie das heute das System heute dasteht. Wir haben am Montag die ersten Schulungen, da geht es wirklich los, da werden die ersten SMIs der Stadt Bern geschult mit dem System. Und dann wird das im Train-to-Trainer-Konzept bis Ende Sommer laufend ausgerollt. Gut, ich versuche jetzt schnell einen kurzen Überblick zu geben, was wir da alles nächste Woche schulen werden. Wir brauchen dafür eine Woche und ich muss jetzt das irgendwie in knapp 10 Minuten reinpacken. Ich versuche das möglichst hinzukriegen. Wie Diego schon gesagt hat, für die ganze Kalenderverwaltung haben wir Collab, das ist integriert hier in die Native iOS App. Wir sind im Moment am Testen, man sieht es an den Einträgen. Aber das funktioniert, wenn ich hier einen Eintrag mache, wird der, so wie man es von Microsoft her über Exchange kennt, wird das im Prinzip synchronisiert. Man kann hier Einträge machen, das Adressbuch ist hinterlegt, ich kann direkt alle meine Schüler, alle meine Kollegen aus dem Lehrkollegium finde ich über das Adressbuch. Das ist das eine. Das andere ist das E-Mail, dass ich hier meinen Mail-Account reingemappt bekomme von meiner Base4Kids-E-Mail-Adresse, die alle Lehrpersonen und alle Schüler erhalten. Und hier wäre auch dann wieder das Adressbuch hinterlegt, dass wenn ich den Namen der Person kenne, dass automatisch die E-Mail-Adresse dann erscheint. Genau das Gleiche haben wir mit den Erinnerungen. Das heißt, wenn ich da Tasks habe, dann werden die auch synchronisiert, automatisch über Collab, damit ich die auf allen Geräten drauf habe. Das Ganze nicht über die iCloud, das wurde uns datenschutzmäßig verboten. Wir kommen gleich dazu, was die Alternativen dazu sind. Gut, das wäre der Collab-Teil, noch ein bisschen mehr, was ich jetzt nicht zeigen kann. Dann haben wir Mattermost Chat-Funktion. Eben, das ist unsere WhatsApp-Alternative. Da habe ich auch automatisch Gruppen, die angelegt werden. Das heißt, wenn ich eine Klasse habe, dann wird automatisch aus dem Schulverwaltungssystem Scolaris wird ein Gruppenchat erstellt mit allen Schülern und der Klassenlehrperson. Also das wird alles automatisch gemacht.
Ich kann das hier vielleicht kurz zeigen. Hier habe ich die Teams und da seht ihr jetzt zum Beispiel ganz unten. Da unten wäre jetzt zum Beispiel meine Klasse. RS heißt Real-Sec-Klasse 8, also eine 8. Real-Sec-Klasse Modell Spiegel, das heißt Real-Klasse-Sec gemischt. Die B-Klasse aus dem Jahr 2018-19 im Schulhaus Brumatt, wo ich tatsächlich auch unterrichtet habe, mittlerweile nicht mehr. Ich kann auch direkt Nachrichten schreiben, wenn ich das will, oder ja, eben hier im globalen Chat drin. Wie gesagt, die User sind alle hinterlegt, damit ich die finde und nicht lang suchen muss. Ich kann es vielleicht ja, schnell zeigen. Voilà, da sind die User drin, die an meinem Schulstandort, bei uns heißt das Schulstandort, also die an meinem Schulhaus unterrichten oder zur Schule gehen. Als Lehrperson habe ich auf alle Zugriff, als Schüler nur auf die in meiner Klasse. Gut, das wäre Mattermost. Dann haben wir Nextcloud als Dateiablage. Wie gesagt, dazu nachher mehr. Aufgrund der Zuweisung im Scholaris, je nachdem in welcher Schule man ist, erhält man automatisch untergeteilt die entsprechenden Ordner. Das heißt, ich habe hier Mattenhof-Weißenbühl, das ist mein Schulkreis, wo mein Schulstandort hinterlegt ist. Haben wir da automatisch einen Ordner, wo ich berechtigt bin, die Unterlagen einzusehen als Lehrperson. In meinem Home kann ich Daten hochladen, wird automatisch in der Cloud abgelegt. Ich kann die Ordner teilen. Wie gesagt, da werden wir nachher mehr sehen. Da möchte ich jetzt nicht etwas sagen, was dann widerlegt wird in 5 Minuten vom Gründer. Gut, das zu Nextcloud. Das Schöne daran ist jetzt im Prinzip, wir haben das alles in einem schönen Frontend im Moodle, beziehungsweise das Frontend greift über die API auf Moodle zu. Und hier haben wir jetzt das genau gleiche System, aber integriert. Und da es im Browser ist, kann ich von jedem Computer mit Internetanschluss darauf zugreifen. Hier kann ich meine Fächer anlegen. Ich habe jetzt da schon mal NMG für Natur, Mensch, Gesellschaft angelegt. Und ihr seht automatisch, wahrscheinlich kann man es nicht lesen, aber hier unten steht dann die Klasse. Da ist wieder diese RS8B, wo ich unterrichte. Und nebendran im Französisch genau das Gleiche. Und wenn ich jetzt hier ins Fach reingehe, voilà, dann habe ich hier den Mattermost-Chat. Den habe ich hier drin. Das ist der gleiche wie in der iOS-App, die wir vorhin gesehen haben. Und ich kann auch hier was reinschreiben. Das direkt hier im Browser abschicken. Und dann ist drüben in der App ist auch drin. Also ich kann über den Browser kommunizieren oder über die iOS-App. Die iOS-App kann ich auch auf meinem Handy installieren. Also ich habe die auf meinem Smartphone habe ich die drauf, kann mich da einloggen. Die Eltern werden da auch Zugang erhalten, damit sie eben sicher mit der Schule kommunizieren können über Instant Messaging. Dann haben wir auch wieder hier integriert die Dateiverwaltung. Das wäre hier unten die Dokumente. Da wird direkt der Ordner, der jetzt hier entstanden ist, zu Natur, Mensch, Gesellschaft, wird automatisch aus der Nextcloud hier reingeladen. Und wenn ich jetzt hier das File anklicke, dann wird das direkt geöffnet. Also eigentlich alles, was wir vorhin gesehen haben, direkt integriert in diesen digitalen Gruppenarbeitsräumen, nennen wir die. Die digitalen Gruppenarbeitsräume können Klassen sein, es können Fächer sein oder es können Arbeitsgruppen sein. In den einzelnen digitalen Gruppenarbeitsräumen haben wir dann eine Schülerverwaltung, das wäre das da hier. Und hier drin kann ich dann meine Schüler anschauen. Ich habe die Infos mit Telefonnummer der Erziehungsberechtigten. Ich kann die Noten hinterlegen. Da klappt noch nicht ganz alles perfekt. Ich kann die Lernzielkontrolle Blutkreislauf eintragen. Ich kann die Absenzen eintragen und ich kann die Halbtage eintragen. Wenn wir das in der Übersicht anschauen, kann ich hier auf Ändern klicken.
und die Note eintragen und sagen, ja, okay, also ich habe natürlich das korrigiert, selbstverständlich, und trage das dann ein, ist eine 4,5. Die Endnote wird nicht automatisch berechnet, haben wir extra mit der Erziehungsdirektion abgeklärt, dürfen wir nicht. Die Note ist ein Expertenurteil und keine mathematische Berechnung. Wenn ich eine neue Lernzielkontrolle hinzufügen kann, ist das Lehrplan 21 konform. Das heißt, ich kann es als Produkt Lernkontrolle oder Lernprozess eintragen. Und bei der Bewertung Note, Verbal oder Prädikat, je nachdem, gebe das Datum ein und das Ganze wird dann so abgelegt. Bei den Absenzen genau das Gleiche. Ich kann hier eine Absenz hinzufügen. Ich mache es jetzt nicht, habe eine eingetragen. Biravin ist tatsächlich ein Schüler dieser Klasse, also die Daten sind echt, live aus unserer Schulverwaltung. Ich gebe an, von wann bis wann der krank war, gebe an, wie viele Lektionen, dass er krank war, oder gebe den Grund an und die Anzahl Lektionen. Und beim Notiz gebe ich an, okay, unterschriebene Entschuldigung der Eltern verlangen nicht vergessen. Und ich gebe an, ob die Absenz entschuldigt ist oder nicht. Das heißt, standardmäßig ist die auf unentschuldigt und sobald ich die Entschuldigung erhalte, geht es auf entschuldigt. Das Gleiche mit den Halbtagen. Ich kann eintragen, wie viele Halbtage die Schüler schon bezogen haben. Wenn es die 5 sind, die sie haben pro Jahr, kommt beim Eintragen des 6. eine Fehlermeldung. Hey, der hat schon 5 Halbtage, bitte keinen mehr geben. Und all die Daten, die hier drin sind, die kann ich dann Ende Semester in die Beurteilung 21 hochsynchronisieren. Das heißt, die ganzen Absenzen, die ich eingetragen habe, die Lektionen, die in den Beurteilungsbogen kommen, muss ich dann nicht von Hand mehr eintragen, sondern die kommen dann automatisch hoch. Gut, was haben wir noch? Wir haben mit Moodle auch noch E-Kurse, die sind hier unten. Das heißt, ich kann auch eine automatisierte Prüfung machen. Hier ist zum Beispiel zum Thema Prozentrechnen. Und dann gibt es hier irgendeine Prüfung, die ich ausfüllen muss und die wird dann auch automatisch korrigiert. Über die Kursverwaltung kann ich als Lehrperson das Ganze einsehen, kann das Schüler zuweisen und wenn die Schüler den E-Kurs zugewiesen erhalten, dann sind unter meine E-Kurse sind die da dann drin. Gut, was wir auch noch haben und ich nicht unterschlagen möchte, weil da sehr hart dran gearbeitet wurde, wir haben eine Jahresplanung, die seht ihr hier drüben. Das heißt, ich kann als Lehrperson mein ganzes Jahr preppen und das hier im Prinzip abbilden. Ich habe jetzt da die Jahresplanung Mathematik 7. Klasse. Dann habe ich hier so eine Matrixübersicht, wo ich eintragen kann, die Zeiträume, also 1. Quartal, 2. Quartal, 3. Quartal. Ich kann die Themen auf der anderen Achse eintragen. Algebra, Geometrie, was auch immer. Oder wie es im matbuch.ch drin ist, irgendwie Grundlagen vertiefen und so weiter und so fort. Dann trage ich hier die Lernthemen ein. Zum Beispiel, das wäre jetzt Knack die Box. Gebe an, wie viele Lektionen, dass ich für Knack die Box brauche. Und wenn ich dann will, kann ich die einzelne Lektion noch hinterlegen und hier über die Kalenderexportfunktion in meinen Kalender ins Collab rein synchronisieren. Also dann habe ich es auch im Kalender drin. Gut, die Jahrespläne werden dann hier übersichtlich abgelegt. Und wenn die Schulleitung sagt, ich hätte gerne eine Jahresplanung, du bist frisch von der PA, ich will das sehen, kann ich ihn hier als PDF exportieren. Per Mail kann ich den dann schicken und dann ist das erledigt. Und da habt ihr dann schöne Jahresplanung, knack die Box, wie viele Lektionen und so weiter und so fort. Gut. David, ich glaube, unsere Zeit ist um. Hört man mich, ja? Ja, unsere Zeit ist abgelaufen. Es gibt noch einen Slide zum Fazit des Ganzen, wo wir glauben, was die Plattform einzigartig macht, wieso wir glauben, dass oder wieso Open-Source-Lösungen hier speziell geeignet waren für dieses Projekt. Und
Ich schlage Ihnen vor, Sie laden die Präsentation im Anschluss herunter. Die werden alle online bereitgestellt. Können Sie sich das in Ruhe anschauen. Sie finden auf dem letzten Slide auch unsere Kontaktangaben, falls Sie noch mehr Fragen dazu hätten. Wir sind während der Pause am Stand der Adfinis anzutreffen. Dürfen Sie auch gerne vorbeischauen. Und in diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.